Hi, ich bin Andi Popp und ich will für die Piraten in den Bundestag. Warum will ich das? Warum ist einer wie ich, der irgendwie keinen Anzug trägt, der kein Anwalt ist und der bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren eigentlich politisch auch recht uninteressiert war, warum will so einer jetzt im Bundestag? Ich möchte im Bundestag, weil ich mich als klassischer Vertreter der alten piratigen Bürgerrechtspolitik sehe. Ja, also ich habe echt ein Problem damit, dass bis heute irgendwelche Leute auf die Idee kommen, dass die Telefongespräche und die Internetverbindungen von Leuten protokolliert werden sollen für den Fall, dass sie mal irgendwann ein Verbrechen begehen könnten. Ich habe ein Problem damit, dass unser Staat glaubt, dass er irgendwie auf meinem Rechner rumspionieren darf und sich da irgendwelche Daten runterziehen darf. Ich habe ein Problem damit, dass wir eine Vermischung von Polizei und Geheimdiensten haben, dass wir ein BKA haben, was eine Polizeibehörde ist, aber jetzt eigentlich sich verhält wie Geheimdienste. Und ich habe ein Problem damit, dass ich Teile meiner Freiheit aufgeben soll, nur um das Geschäftsmodell von Plattenfirmen und Hollywood-Studios zu schützen. Das heißt gar nicht, dass ich über was gegen Plattenfirmen und Hollywood-Studios habe, aber ich habe echt ein Problem damit, wenn irgendeine Detektei, die von der Musikindustrie beauftragt wird, auf meinem Rechner rumsucht. Und ich glaube, die Piraten sind die einzigen, die so ein bisschen verstanden haben, was Bürgerrechte im digitalen Zeitalter bedeuten. Wo die Gefahr wirklich ist, wenn man den PC von Leuten einfach mal durchsucht. Auf meinem PC sind wahnsinnig viele private Daten oder Informationen. Informationen, die ich vielleicht nicht wirklich will, dass jemand anders sieht. Habe ich was zu verbergen? Ja, meine Privatsphäre. Ich gebe das offen zu und ich möchte nicht, dass das einfach grundlos gesammelt wird. Und ich glaube, da muss sich was ändern und das können nur die Piraten. Wenn ich mich mit einem Wort beschreiben müsste, dann glaube ich, dürfte ich mich als Nerd bezeichnen. Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich einen ziemlich leeren Kleiderschrank habe. Mit einer einzigen Ausnahme. Ich habe zwei Fächer großen Stapel T-Shirts mit diversen Motiven, aus Spielen, aus Filmen. Man sieht es vielleicht hier ein bisschen gerade. Und ich glaube, ich bin einer von denen, die bei den Piraten sich am wohlsten fühlen, einfach weil dort die Leute, die so ein bisschen unsere Denke haben, die Probleme einfach wirklich problemorientiert bearbeiten wollen, die vielleicht ein bisschen technokratisch sind, die einfach sich ungern in ideologische Schubladen stecken lassen. Das passt ganz gut auf mich. Und ich denke, das fehlt im Bundestag. Der Bundestag ist voll mit Juristen, mit Beamten. Das ist nicht schlecht. Auch diese Leute braucht es im Bundestag. Auch diese Leute braucht man, um Meinungen, um Politik zu machen. Aber ich denke, was wirklich fehlt, sind Leute, die so ein bisschen mit technischer, mit wissenschaftlicher Denke rangehen und auch mal einfach eine Frage stellen, die auf den ersten Blick total dämlich klingt, aber vielleicht auf den zweiten die Möglichkeit bietet, das Problem besser zu verstehen. Ja, also was die Piraten oder auch mich eben, glaube ich, anders macht als den Rest der Partei, ist das der klassische Spruch, bei uns ist alles offen und basisdemokratisch. Ich weiß, das klingt abgedroschen und das hat bestimmt jeder schon tausendmal gehört, aber je mehr ich sehe, wie die anderen Parteien immer wieder versuchen, diese Offenheit der Piraten nachzumachen, umso mehr merke ich einfach, sie schaffen es nicht. Was bei den Piraten einfach anders ist, ist, dass wir wirklich einen ernsthaften Diskurs führen. Bei uns wird über politische Inhalte wirklich gestritten. Ich weiß, von außen klingt das immer so ein bisschen seltsam, wenn man auf dem Parteitag steht und es ist nicht alles schon von vornherein ausgemacht, sondern da steht der eine und sagt, die Sache muss jetzt aber, also das, wir brauchen Geld für Maßnahme A und der andere sagt, nee, das Geld haben wir nicht, wir brauchen Maßnahme B und Maßnahme A ist eh blöd. Und irgendwie erwarten wir derzeit von Parteien, dass sie nach außen immer auftreten mit fertigen Forderungen und von denen sie auch nie wieder abweichen. Und ich glaube, was bei den Piraten eben anders ist, ist, dass wir wirklich immer die Möglichkeit bieten, dass die Leute mitreden, dass die Parteimitglieder mitreden, dass die Bürger mitreden. Und wenn man erwartet, dass die Parteien immer mit fertigen, abgeschlossenen Konzepten kommen, dann darf man sich nicht wundern, wenn man quasi Politik von oben bekommt. Ja, Politik von unten, bei der jeder mitreden darf, ist schwer, aber ich glaube immer noch, das ist die beste Alternative. Und ich könnte mich jetzt hier hinstellen und könnte viele Versprechen machen, was ich im Bundestag alles ändern werde. Ich glaube, das ist aber ein bisschen altbacken. Ich kann sagen, ich selbst habe mir das lange überlegt, ob ich das, was ich da machen will und was meine Ziele sind. Ich kann versprechen, mich mit voller Kraft einzusetzen. Ich kann versprechen, alles zu tun, was ich kann. Und ich hoffe, ich habe euer Vertrauen, dass ihr alle euer Kreuzchen bei den Piraten macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr
uns und mir diese Chance gibt. Und ja, der Wahltermin steht noch gar nicht fest. Ich würde jetzt am liebsten sagen, irgendwie am 22. September Piraten wählen oder wann auch immer der Termin ist, Kreuz machen. Danke.